Hallo, Tesori Miei. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns zusammen im Kollektiven uns die nächste Woche anschauen, die Tendenz. Wo kann das hinführen? Ja, ich werde jetzt das ein bisschen anders machen. Ich habe lange, lange überlegt. Ja, das ist so intuitiv auch rausgekommen bei mir. Ich habe das Gefühl, dass ich diese Zeitangabe nicht mehr geben werde. Ja, das ist mir einfach zu präzise. Ja, also von einem Datum nach dem anderen. Also ich werde einfach eine Tendenz geben. Ja, du kannst dir dieses Video, wie gesagt, anschauen, wenn du das möchtest. Das kann auch gut sein, du schaust es dir in 2 Wochen an oder in 3 Wochen. Und diese Gültigkeit wird nicht verloren gehen. Ja, also ich möchte nicht mehr jetzt diese richtige Zeitangabe geben, weil vieles passiert später. Also ich bekomme immer wieder Rückmeldungen von euch, indem das davor schon passiert ist oder wirklich auch dann mit der Zeit kommt, ja, also nicht unbedingt in der nächste Woche, sondern wir werden einfach diese Tendenz uns anschauen, ja, aber ohne irgendeine Zeitangabe. Versteht ihr, was ich meine? Das wird sich ein bisschen ändern. Ich werde jetzt nicht mehr sagen vom 28., ja, das wäre vom 28. bis zum 3. Nein, das mache ich nicht mehr. Ich schaue mir einfach allgemein diese Tendenz an, die Energie, ja, wo es hinführen könnte, ja. Ich lasse das natürlicherweise immer. Das ist klar. Ich werde das immer weitermachen, aber ich werde nicht mehr direkt diese Zeitangabe geben, weil das mir nicht mehr sozusagen zusagt. Weil ich merke, das verwirklicht sich bei manchen wirklich nach dieser Zeit oder das ist schon passiert im Hier und Jetzt, ja. Und deswegen möchte ich das einfach lassen, ja. Also ich lasse das so, dass ich wirklich diese Wochentendenz mache, aber ohne irgendwelche Zeiten anzugeben, okay? Dann ist es auch so, dass wir uns den Vollmond anschauen. Das spielt nämlich auch eine große Rolle. Ich mache das nicht mehr so oft mit dem Vollmond, Neumond. Ihr habt das gemerkt. Ich mache das immer nur, wenn es ein wichtiger Vollmond ist oder ein wichtiger Neumond. Und wir haben am 31. August einen wichtigen Vollmond, Blue Moon. Ja? Und das passiert gerade in den Sternzeichen Fischelei. Ja? Und da ist diese Inneninspektion sehr wichtig. Ja? Gefühle, Emotionen kommen nach oben. Wir lassen andere Dinge los. Wir befreien uns von anderen Dingen, die uns beschäftigt haben. Ja? Eine alte Energie wird eingetauscht durch die neue Energie. Ja? Aber nur, wenn wir das zulassen. Ja? Also das Romeo, wenn du das nicht zulässt, dann passiert nichts. Das liegt immer in unserer Hand. Ja? Okay, ich würde sagen, ich starte ohne irgendeine Zeitangabe. Hier und jetzt, ja, einfach die Wochentendenz. Und schon haben wir hier. Du lässt hier Einschränkungen, finanzielle Einschränkungen los, okay? Du hast vielleicht in letzter Zeit irgendwelche finanzielle Probleme gehabt. Oder du hast dir irgendwelche Gedanken gemacht, ja, über deinen finanziellen, okay? Das ist jetzt so, dass du das zurücklässt. Dank dieser Vollmond, ja, tut sich da etwas, ja. Natürlicherweise, guck mal, wie leer hier das ist. Guck das dir mal an, das ist leer. Hier sind sogar Spinnenweben, weil da nichts mehr reinkommt. Da fließt nichts, da fließt kleine Energie. Das ist alles stehen geblieben, ja. Das ist ja alles so, wie sagt man das, stagnant. Also bei uns sagt man, stagnante bedeutet, ja, stillstehen, ja. Und die Energie muss ja fließen. Geld fließt auch, ja. Wenn du nur Geld sammelst, dann irgendwann mal kommt das Universum und sagt, hey, wieso sammelst du das? Wieso, wieso? Und kennt ihr das, wenn ihr das Geld auf Seite legt und spart, ohne irgendwie einen präzisen Grund zu haben? Und dann auf einmal kommen Rechnungen, unerwartete Rechnungen. Das kenne ich von vielen Menschen. Das kommt davon, weil das Universum einfach nicht weiß, worauf ihr das Geld irgendwo konzentriert, worauf ihr diese Energie konzentriert. Ja? Also ist es wichtig, immer die Energie dazu konzentrieren, fokussieren, was man erreichen möchte. Zum Beispiel, du kannst sagen, ja, ich möchte jetzt das Geld sparen, weil ich nächstes Jahr in Urlaub möchte. Ja, also das Universum weiß, okay, du gehst nächstes Jahr in Urlaub, du sparst dir das Geld. Oder du sagst, ich möchte mir etwas kaufen, ja, von diesem Geld. Okay, dann schaltet das Universum wieder ein, weil deine Seele ja verbunden ist. Wir sind alle miteinander verbunden. Und wenn die Seele einverstanden ist, wird das geschehen. Wenn die Seele nicht einverstanden ist, dass es nicht dein Plan ist, dass es nicht zu deiner Mission gehört, wird das auch nicht passieren. Das lässt du zurück. Diese Einschränkungen, weißt du, öfters kommen sie von der Familie.
Immer solche Situationen kommen immer von Selbstwertschätzung. Wenn man sich selbst keinen Wertschätzung gibt, wenn da von der Familie schon Probleme waren von Anfang, ja, ich weiß nicht, wie in deiner Familie es war, aber wenn du einen Rückblick hast und denkst, okay, das ist passiert, das war die Sache, diese Situation ist passiert in meiner Familie, dann wie sagt man das? Dann kommst du auf den Punkt. Dann verstehst du, dass diese Situation quasi schon in deiner Familie passiert ist. Ja, und das ist das Spiegelbild. Okay? Und deswegen befreist du dich von dieser Einschränkung. Wow, sehr, sehr schön. So, was haben wir hier drunter? Ja, und guck mal, von was du dich noch befreist. Du bist gerade dabei. Du bist hier schon, sagen wir mal, schon gelöst von Situationen, die dich anketten. Alles, was nicht mehr zu deinem Leben gehört. Partner, Situationen, Menschen, Beruf, Geld. So, es tut mir leid, das Sorimier, ja. Meine Speicherkarte ist zurzeit überfüllt. Da sind die Sternzeichen, die ich gedreht habe, ja, die berufliche Situation und die finanzielle. Und das hat der Speicherkarte wirklich sehr viel angetan, ja. Und noch die private Legungen. Okay, ich werde immer wieder reinschauen, weil es kann gut sein, dass es dann nochmal auffällt, ja. Also, wo waren wir stehen geblieben? Du befreist dich hier. Du befreist dich von all das, was dich zurückgehalten hat, was dich nicht freigelassen hat. Deine Freiheit kehrt wieder zurück. Du fühlst dich frei. Wirklich auch von deinen Gedanken. Deine eigenen Gedanken können dich stoppen, können dich aufhalten. Ja? La catena si spezza. Diese Kettung, weißt du, diese Ankettung bricht. Du bist nicht mehr angekettet, du willst nicht mehr angekettet sein, du willst endlich deine eigene Freiheit haben, ja? Du nimmst mir hier auf, ich schaue öfters, ja? Das ist jetzt wichtig, weil ich weiß ganz genau, dass es wiederkommen kann. Die Speicherkarte, wie gesagt, die sind überfüllt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Aber wie gesagt, paar Videos kann ich nicht löschen, das geht einfach nicht. Okay, mal schauen, ja? Die Tendenz für die nächste Woche. Wow, Sakra-Chakra. Du befreist dich hier, man merkt das. Man merkt das voll. Du befreist hier auch deine Leidenschaft. Das Sexuelle ist ja sehr wichtig für dich auch, ja? Also du hast hier Einschränkungen erlebt. Du hast dich hier nicht frei gefühlt, das zu machen, was du wolltest. Und natürlicherweise der Sakralchakra und auch der Wurzelchakra hängt auch mit Geld zusammen. Also wenn man da eine Blockade hat, dann fließt auch nicht das Geld. Verstehst du das? Das ist wichtig. Diese unteren Chakren sind verantwortlich für diese, ich sag mal, für das Finanzielle auch, ja? Viele wissen das gar nicht, aber wenn wir da blockiert sind in den unteren Chakren, ja, dann fließt nicht das Geld zu uns, sondern das Geld schieben wir weg, automatisch, weil hier Dinge sind, ja, die uns aufgehalten haben, weil hier Situationen sind, die uns nicht mehr weitergebracht haben. Verstehst du das? Also du hast irgendeine Situation gehabt, in der du dich jetzt befreist, weil dieser Sakralchakra, das sagt schon das Wort Sakrale. Das ist schon wichtig, wenn die unteren Chakren nicht fließen, weil viele denken immer, oh, die oberen müssen stimmen. Ja, die oberen müssen auch stimmen. Die müssen eigentlich alle stimmen, ja. Die sollten alle fließen. Die Energie sollte von unten, weißt du, die Kundalini steigt ja. Und wenn die unteren blockiert sind, dann hast du Schwierigkeiten. Die Materie, la materia. Hier ist die Materie, spielt eine große Rolle. Auch Sexualität spielt hier eine große Rolle. Die Leidenschaft mit anderen Personen, das Glück. Auch, ja, dass man vielleicht auch irgendwie müde ist, erschöpft ist, ja, und zu dieser Energie erlangst du wieder, ja, du befreist dich hier von einer Blockade, die dich sehr oft blockiert hat, vielleicht auch jahrelang warst du in dieser Blockade, ja, ohne dass du das gewusst hast, okay, also da kommt diese Befreiung bei dir, sehr, sehr schön, also siehst du, wie alle Karten resonieren, du nimmst mir auf, ja, wow. Du hast hier, sagen wir mal, den sechsten Sinn. Du hast hier das Auge, das alles sieht. Aber manchmal lässt du dich blockieren von deinem mentalen. Deinem mentalen Verstand spielt auch eine große Rolle in dieser Sache. Also, das könnte gut sein, du bist ein Mensch, der oft tendiert, viel nachzudenken. Das Denken kann uns verrückt machen. Also, denkt nicht,
dass es wirklich von außen kommt. Wirklich, das kommt von innen. Dieses Verrücktwerden, ich habe Probleme, ich kann mich nicht äußern, das ist unser Verstand, der spielt verrückt. Unser Verstand, der uns manipuliert, selbst. Dass wir sagen, hey, das will ich gar nicht mehr. Und das ist ja deine Befreiung. Also hier ist es total in Resonanz. Weil du möchtest hier nach deiner inneren Stimme gehen, nach deiner Intuition. Du hast hier einen sehr starken, geprägten dritten Auge. Ja, also du könntest hier eine Person sein, wenn sie möchte. Ja, ich sag, wenn du willst, okay? Könntest du hinaussehen, könntest du wirklich auch intuitiv kanalisieren. Aber das passiert öfters nicht, weil du öfters in deine Gedanken schwebst. Also lass die Gedanken fluide, mir fällt es jetzt nicht auf Deutsch, lass sie fließen. Ja, du könntest das mit Meditation hinbekommen, dass du einfach mal deine Gedanken beruhigst, ja, auch für 10 Minuten. Und dann wirst du den Unterschied merken, okay? Diese Situation lässt du alles zurück. Verstehst du das? Von da solltest du mal anfangen, dich zu befreien von dieser materiellen. Verstehst du das? Zum Beispiel, ja, ich mache dir jetzt nochmal ein Beispiel, das Romeo. Du sagst, ich weiß nicht, ob ich morgen das überlebe. Ich weiß nicht, ob morgen das Geld reicht. Das sind die Gedanken. Wenn du aber hier und jetzt bist, weißt du ganz genau, dass du lebst. Dass du diesen Moment, diesen Geld nicht brauchst. Das spielt alles immer so verrückt, ja? Oder du hast ein Problem mit jemand, ja? Sagen wir mal, du warst auch unterdrückt durch andere Personen und konntest nie deine Meinung äußern. Du hast immer diese Blockade gehabt, dass du dich nicht äußern konntest. Das könnte ja auch ein großer Punkt sein, ja? Weil du abhängig warst von anderen. Verstehst du das? Und diese Abhängigkeit hast du nicht mehr. Du verstehst das. Du bist hier, es ist wichtig, dass du diesen dritten Augen auch öffnest, weil das ist eine Fähigkeit, dass dir geschenkt wird. Also ich sag ja, du bist in diesem dritten Auge. Ja? Deswegen habe ich auch Auge des Horus. Ja? Viele sagen, das ist Illuminati. Das wollen die. Das wollen die. Ich sage immer, diese schlechte Energie will, dass du denkst, dass dieser dritte Auge etwas Schlimmes ist. Aber wenn du das öffnest, ja, das ist ja quasi Il Colmo, das ist ja das Allerwichtigste, ja, wir haben alle diesen dritten Auge, das ist bei uns, ja, drin im Gehirn schon, ja, wer sich da auskennt, weiß ganz genau, wo er sogar sitzt, versteht ihr das? Das hat nichts damit zu tun, Illuminati oder schwarze Magie, das hat einfach damit zu tun, dass die Menschen aufwachen, dass die Menschen diese Maya-Illusion, versteht ihr das, durchdrängen mit dem richtigen Sehen, mit Lucidità, du bist nicht mehr, das ist wie wenn du besoffen bist. Du wachst auf, du siehst nicht mehr richtig. Verstehst du das? Und du bist aber nicht mehr besoffen, diese Benommenheitsgefühl, sondern du sagst, wow, ich lebe das Leben. Ich weiß, was mich erwartet. Versteht ihr das? Und dieses Auge, ja, bedeutet auch das Allwissende. Das Allwissende. Ich bin überall präsent. Ich weiß, was in meinem Leben passiert. Ich bin der Kreator. Versteht ihr das? Das ist ja der Punkt von diesem Auge. Die wollen, dass du diese Pyramide als einen, sagen wir mal, etwas Negatives siehst, ja? Weil die Pyramide, du bist die, selbst die Pyramide. Wir sind aus dieser magischen 3 gemacht, ja? Also ich habe das schon öfters erklärt in den Videos. Ich kann jetzt nicht bis morgen da sitzen und das sagen, aber weißt du, diese schlechte Energien da draußen wollen, dass du quasi das als schlecht siehst. Ja, und jeder, der irgendwie eine Pyramide sieht mit dem Auge, oh, du bist diese schlechte Illuminati oder du machst irgendwie, du bist Teil einer Sekte, genau. Das haben sie mir am Anfang auch geschrieben. Weißt du, wie oft ich das mitbekommen habe? Ich bin keine Sekte, ja, das ist keine Sekte. Das ist das wahre Auge des Horus, ja. Auge des Horus bedeutet zu sehen, ja. Das ist diese alte Mythologie, die uns auch genommen worden ist, der Menschheit. Weil damit die Menschheit blöd bleibt, damit die Menschheit Sklaven sind. Aber wir sind keine Sklaven mehr, das wird nicht mehr lange so sein. Ja? Also immer mehr Menschen wachen auf. Also ich finde das wichtig auch. Ja? Also diese Legung geht richtig tief rein. Und das ist klar, Fische, ja? Das können wir nicht anders sagen. Okay, machen wir weiter mit den Tarotkarten. Ah, die Welt, dich habe ich gesehen. Dich nehme ich auch, die Welt. Die Tendenz. Wow, du hast lauter großen Arkanen. Mir geht's ab. Wow, du bist spirituell. Bist du wirklich ein Mensch, der sehr viel erreicht hat?
Ich weiß nicht, ob du spirituell eingestellt bist, weil immer wieder höre ich das von Menschen, die sagen, Katja, eigentlich bin ich nicht so spirituell, aber ich bin angezogen von dieser Welt, weil deine Seele sich manifestiert, weil deine Seele etwas erreichen möchte, ja? Weil deine Seele da draußen sieht. Oh mein Gott, oh my goodness, du bist voll in deinem Gleichgewicht, du hast alles, was du brauchst. Also ich sehe hier, wow! 2.0, wow, also du hast viele Erfahrungen. Du bist wahrscheinlich auch ein Mensch, der oft gekommen ist auf diese Erde. Ja, du bist jemand, der ein großes Potenzial hat. Und jetzt endlich weißt du, wo du hingehörst. Du bist ein Mensch, der gelernt hat, Geduld zu bringen im Leben. Du bist ein Mensch, der gelernt hat, nie aufzugeben. Ich sag ja, von solchen Situationen kommen die besten Seelen raus. Stellt euch mal vor, diese Menschen, die nie etwas erleben. Das Leben ist einfarbig, grau. Weißt du, ich sag immer farbenfroh. Ja, grau ist so eine Farbe, die eigentlich abnimmt, so nimmt. Ja, letztens habe ich auch Shadoguru gehört. Also ich hoffe, ich sage das richtig. Auf Italienisch heißt das Shadoguru. Das ist so ein älterer Mann mit so einem Bart. Also bei dem kann ich zuhören ohne Ende. Ja. Und dann hat er gemeint, Menschen, die sich von Schwarz anziehen. Ja, das habe ich öfters früher gemacht. Ich hatte oft Schwarz an. Die ziehen diese Energie. Zum Beispiel, wenn man auf eine Beerdigung geht. Aber wir sind gewohnt im römisch-katholisch. Wir ziehen uns Schwarz an. Und er meinte, bist du der Tote? Bist du tot oder bist du lebendig? Man sollte niemals sich schwarz anziehen. Die Inder machen das. In Asien ziehen sich fast immer alle weiß an, weil du dich quasi von dieser Energie entfernen solltest und nicht diese Energie annehmen solltest. Ja, also das spielt auch eine große Rolle, wie wir uns anziehen, wie wir uns geben. Ja, auch wie wir zu Hause die Möbel haben oder zu Hause. Ich habe früher grau geliebt. Ich war ein Grau-Fan, ja, ganz ehrlich. Aber dann habe ich aufgehört mit diesem Grau, weil ich verstanden habe, dass Grau sehr viel nimmt von Energie. Ja, zum Beispiel, du siehst jetzt bei mir ist blau, also farbenfroh. Es ist immer wichtig, mit Farben auch zu arbeiten, weil dein Leben besteht nicht aus Grau, ja, dein Leben besteht aus Farben. Nicht nur aus Weiß und Schwarz. Verstehst du das? Das ist diese Metapher. Weiß und Schwarz. Nee, es gibt auch eine Farbe dazwischen. Ja, aber nicht grau. Also macht nicht diesen Fehler. Ich habe das oft gemacht. Ja, zum Beispiel, ich habe grau wirklich schön gefunden eine Zeit lang. Ich war verliebt in grau, sehr, sehr oft. Aber diese Farbe nimmt sehr viel Energie, schluckt sehr viel Energie ab. Also in sich, ja. Auf jeden Fall. Ich sehe hier auch, dass du irgendwie etwas vorhast. Das ist ja klar, viele reisen jetzt auch, viele, wo das nicht gekonnt haben, wegen einer beruflichen Situation, aber ich sehe hier auch eine große Heilung von diesem Prozess. Wenn du jetzt sehr spirituell bist, dann hast du hier diesen Heilungsprozess fast hinter dir. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass du aufhörst. Bitte tu das nicht, ja, mach weiter so. Also du hast lauter großen Arkanen, du hast das Kind in dir wieder geweckt. Du solltest auch noch mehr wagen. Ja, trau dich mehr zu machen. Du hast hier diese Einladung. Das ist hier der Narr 2.0. Also deswegen habe ich auch diese Karten genommen, weil ich sie so wunderschön finde. Ich habe gar nicht gewusst, dass es diese Karten gab, ganz ehrlich. Wo ich sie gesehen habe, bei einer, ich gucke sehr oft italienische, war also quasi Medium, so Kartenleger. Und da habe ich gesehen, die hat da erzählt, eine Geschichte über diese Karten. Oh, ich habe mich verliebt in der Geschichte. Das ist der andere Narr. Aber du siehst hier, guck mal, das Feder. Kennst du den von Rider-Waite? Der hat doch dieses Feder. Ja? Und der hat ein Symbol gelassen von seinen Feder. Er hat sich geschmissen, er hat sich getraut. Aber das ist der andere Narr. Das ist der 2.0 Narr, ja? Der sich noch nicht getraut hat wahrscheinlich, ja, der sich noch schmeißen möchte. Also mach das, wage das, schmeiß dich in das Leben hinein, ja. Wie gesagt, du hast alle Karten, die dazu sprechen, ja. Du hast hier eine Heilung, du hast hier eine große Hoffnung, du hast hier Schutz in den Karten sogar, ja. Das Stern ist immer das Schutz, die Seele ist hier vorhanden, die Seele führt dich, passo per passo, Schritt für Schritt. Das ist deine nächste Woche Tendenz, ja, ohne irgendwie eine Zeitangabe zu machen. Du kannst ja auch das Video in 2, 3 Wochen, in einem Monat und sagen, das ist meine Legung, Katja. Ich habe mir das einfach jetzt so vorgestellt, ohne irgendeine Zeitangabe, ja. Okay, das war mir.
Das ist hier deine Wochentendenz. Wochentendenz, ja. Wie gesagt, das kommt immer drauf an, wen du dir dieses Video anhörst. Und wie gesagt, du kannst es dir auch noch immer noch auch später anhören. Das verliert nicht an seine Gültigkeit, ja. Jetzt noch die Sternzeichen, bevor ich hier das beende. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Du hast dein Puzzlestück gefunden für die Zeit, ja? Du weißt jetzt ganz genau, wo du hingehörst. Skorpion, Schütze haben wir hier, ja? Das könnten, die habe ich jetzt nicht gesehen, das könnten auch die Menschen sein, die um dich sind, ja? Das spielt nämlich auch immer eine große Rolle. Hier hat sich nichts mehr gedreht. Ich picke eine Sagittaria, also hier sehr, sehr stark Schütze und Venere, Venus. Also du hast hier Stier und du hast hier Waage, ja? Also sehr schöne Energie auf jeden Fall des Oromio, ja? Wenn du resoniert hast, dann setzt du es um. Natürlicherweise, wenn du nicht resoniert hast, dann ist es nicht deine Legung. Ja, wie gesagt, erzwingt euch nicht, ja? Das ist hier wirklich eine wunderbare Legung. Du hast hier etwas gelernt. Du hast dich befreit dank diesem Vollmond, den wir bald haben. Ja, das ist ja klar. Das wird geschehen. Fünf ist auch die Veränderung. Wir dürfen nicht vergessen, die fünf ist eine mystische Zahl. Sie bringt sehr, sehr viel an sich. Ja, und wenn wir diese Veränderung akzeptieren, ja, dann lassen wir die neue Energie rein. Wenn wir das nicht machen, passiert doch nichts. Ja, also es liegt immer in deiner Hand, okay? Das war das Video. Ja, das war hier deine Legung, okay? Wenn du resoniert hast, dann freue ich mich auch über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf und ich wünsche dir trotzdem ein wunderschönes Wochenende. Mach's gut. Ciao!